Hallo ihr da draußen. Was dieses kleine Mädchen aus Moskau hier macht, ist eigentlich kein russischer Tanz, sondern kommt aus dem Orient. Solche arabischen Tänze macht man in Russland erst seit etwa 20 Jahren. Vorher hieß das Land Sowjetunion und viele Dinge aus anderen Ländern waren nicht so bekannt. Heute aber mögen viele Leute solche Tänze. Und in Moskau gibt es jetzt sogar ein orientalisches Tanzfestival. Und mit dabei sind anders als meistens in Deutschland auch bauchtanzende Kinder. Die Russen lieben die arabische Kultur. Und was ist diese Kultur ohne Bauchtanz? Ich kann nicht sagen, dass dieser Wettbewerb einfach ist, professionell oder für Amateure. Aber auf jeden Fall gibt es den Drang zum Professionellen. Ich bin glücklich, dass die arabische Kultur ihren Platz in Russland erobert hat. Manche der Tänze haben auch amerikanische Elemente. Aber einige der Lehrerinnen kommen wirklich aus dem Orient. Es ist interessant, Russen zu unterrichten, weil sie etwas weniger beweglich sind. Alle Nationen sind mehr oder weniger beweglich. Manchmal machen wir zum Aufwärmen Yoga, um das aufzuholen. So werden noch viele Russinnen arabische Tänze lernen. Manche intensiv, manche nur zum Spaß. Niemand sollte denken, dass man hier nur Ballett und russischen Volkstanz kennt.